Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar, alias Die Wetterkokette, und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und ich glaube, ich müsste die Ansage irgendwie mal ein bisschen kürzen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich finde das manchmal ein bisschen zu lang. Mittlerweile mache ich das aber schon seit keine Ahnung wie vielen Videos, Monaten, Jahren, und ach, bleiben wir dabei. Ja. Kontinuierlichkeit, ist das richtig? Erstens ist das Wort richtig und ist der Zusammenhang richtig? Kontinuierlichkeit ist völlig egal. Also, so, worum soll's hier, ich habe heute richtig im Fahren verloren. Meine Fresse, vielleicht klappt's ja bei Grün. Grün ist nämlich ein schönes Thema. Heute gibt es die Band The Halo Effect. Warum sei ich grün? Weil ich kenne nur das Spiel Halo mit dem Master Chief. Jeder, der eine Xbox- oder Microsoft-Typ ist, der wird das auch kennen. Das sind ehemalige Mitglieder von In Flames, von denen ich auch nicht sonderlich viel kenne. Aber es geht ja darum, dass wir hier neue Bands uns gemeinsam anhören. Also ich kenne es nicht. Ich habe dabei Nuclear Blast Records ein bisschen einfach mal geguckt und habe gesehen, so, okay, The Halo Effect, Shadow Minds, haben über 1 Million Leute gehört, können wir mal reinhören, ob das was für uns ist. Soll schwedischer Heavy Metal sein, natürlich Schweden oder Finnland, woanders gefühlt gibt es ja fast keine Bands mehr. Ja? Und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht so lange, nachdem ich eh schon so viel Rotz und Müll erzählt habe, gönnen wir uns einfach mal The Halo Effect und so, schauen wir mal, was und wie das so ist. So, dann schauen wir doch mal mit der Halo weg. So. Chernobyl? Das ist ja cool gemacht. Shadow Minds. Die Effekte sind ja geil. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, wa? Jo, fett. Cooler Kameraeffekt. Okay, mit so einer Stimme hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber fetzt doch, hat doch was. Oh, ist geil. Die Stelle gerade, als sie von dem, also wahrscheinlich langsam den Refrain aufbauen, nehme ich mal an, der Übergang ist geil. Müsst ihr mal richtig. Ich glaube jetzt, das ist geil. Finde ich richtig gut. Kennt ihr das? Ein Déjà-vu-Erlebnis? Ich habe gerade voll das Déjà-vu-Erlebnis. Erlebnis vor allem. Komisch. Also hätte ich das schon mal erlebt. Ey, der singt so schön aggressiv, ne? Das ist eine richtig, das finde ich gut, also richtig schön kratzig. Das
Das finde ich so geil. Das ist so stark. Es gefällt mir so gut, diese Stelle. Na, kommt jetzt noch ein Kracher? Hier, die Stelle, da krieg ich volles Déjà-vu-Erlebnis. Halo-Effekt. Hm. Ja, das war The Halo-Effekt mit Shadow Minds. Ich glaube, das ist auch ihre Debüt-Single. Da soll, glaube ich, auch 22, also dieses Jahr, wir haben ja mittlerweile 22, auch ein Album folgen. Und war geil. Also der Refrain war super, hat mir gefallen. Wie gesagt, ich habe auch ein übelstes Déjà-vu-Erlebnis. Es gab so zwei Szenen. Einmal, als sie ja in diesem CGI da stand oder diesem Greenscreen. Und dann dieser, weiß ich, war der Junge oder war ein Mann mit so einem Mütter? Da habe ich voll das Déjà-vu-Erlebnis, als hätte ich das schon mal irgendwie erlebt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals den Halo-Effekt gehört habe. Kennt ihr sowas? Ich finde das ganz merkwürdig. Es ist halt kein Halo-Effekt, sondern das Déjà-vu-Erlebnis. Was ist eigentlich ein Halo-Effekt? Halo-Effekt. Der Halo-Effekt ist eine aus der Sozialpsychologie bekannte kognitive Verzerrung. Dabei schließt man von bekannten Eigenschaften einer Person auf unbekannte. Beispiel: Person A findet Person B sympathisch. Person A findet auch allgemein Menschen sympathisch, die großzügig sind. Ja, wer nicht, ne? Das ist also der Halo-Effekt. Also so mal mega schnell und grob zusammengezählt. Ach, guck an. Ich weiß immer nicht, wie die Leute auf solche Bandnamen kommen, aber ja, warum nicht? Ja? Einfach mal ein bisschen kreativ sein. Kann ja nicht schaden. Könnte man bestimmt auch noch machen, normalen Lied hören, wenn ihr da ebenfalls Bock drauf habt. Dann haut es einfach in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Und ob euch der Song natürlich ebenfalls zugesagt hat oder ihr den schon kanntet oder what auch ever. Alles in die Videokommentare, würde mich mega drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.